Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Bevor wir jetzt starten, werde ich einen Abonnenten besuchen, der hat mich darum gebeten. Sein Clan-Kürzel lautet Hashtag 8QV JY J, nein, JYL 2R. Suche. Kein Ergebnis. Okay, dann suchen wir nochmal. Hashtag 8QV. 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 JYL. JYL. Zwei R. Oh, mal wieder eine super Internetverbindung. Danke, Telekom. Was ist das für eine Scheiße? Nee, ey, komm, jetzt aber. Hashtag 8QVJ. 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 YL2R. Nein. Oh nee, ey, komm. JYL 2R. Jetzt aber. Ja, gehen wir da mal rein. Vielleicht ist das ja der Clan. Der Name ist Marvin. Ah, da. Oh, Level 107, Digga. Ja, was kann ich dazu sagen? Also, du bist ja natürlich viel höher als ich. Schon Rathaus Level 10. Oh, die X-Bögen auf 3, oh, die sehen ja so mega geil aus auf 3. Ich finde, da sehen die am besten aus. Ich bin jetzt gerade einen Barbarenkönig auf 16 ab. Boah, ja. Da kann ich noch ein bisschen hinarbeiten. Alle Bohrer auf 6, ja. Machst gerade die Kanone hier auf 11. Ja, was kann ich dazu sagen? Also, die Base sieht gut aus. Was man dir nur empfehlen könnte, so bei Rathaus Level 10, dass du langsam so die Mauern hoch machst, mindestens auf 8. Ja, also sonst würde ich sagen, das ist eine echt gelungene Base. Die Inferno-Türme stehen in der Mitte, die Lager sind verteilt, die Magier-Türme, bis auf der hier, der Schützen, hier ist das komplette Lager, aber das macht ja nichts. Die Magier-Türme scheinen relativ gut positioniert zu sein. Die Minenwerfer sind so in einem fast Viereck. Was kann man das? Das ist irgendwie ja ein Viereck, ja. Ja, schöne Base. So, was werden wir in der heutigen Folge machen? Und zwar wollte ich euch zeigen, wie man am besten Dunkles farmt. Wenn man Dunkles farmt, würde ich euch sagen, also das ist nur ein Tipp von mir, dass ihr nichts anderes habt. Also Gold und Elixier dürft ihr also nicht viel haben. Das geht auch mit Gold oder Elixier. Wenn ihr zum Beispiel Elixier farmen wollt, dürft ihr nicht viel Gold haben und nicht viel Dunkles. Wegen die meisten suchen von beidem Beute und selten nur von einer Sorte. Und deswegen werden die meisten euch überspringen. Und ich würde euch empfehlen, auch das Rathaus rauszustellen, weil die meisten sich wirklich nur auf das Rathaus konzentrieren. Und die Beute ist dann für die scheißegal, außer wenn die da leicht drankommen. Ja, was kann man noch für einen Tipp geben? Und zwar, dass man das dunkle Lager, das dunkle Elixierlager in die Mitte stellt, also weit mittig. Dann hier ist noch eine Clanburg. Und da kommen ja die Clan-Einheiten raus und beschützen dann den Loot. Ja, und wie bekommt man am besten Dunkles? Das kann man am besten mit Blitzzaubersprüchen machen. Meine sind erst auf 3, weil ich die sehr selten benutze. Ja. Die meisten aus meinem Clan sagen zwar, dass es pussyhaft ist, sich mit Blitzzaubern Dunkles zu erfarmen, aber mir ist wirklich relativ scheißegal, wie ich das Dunkle bekomme. Hauptsache, ich habe Dunkles. Und ich würde mal sagen, ich suche jetzt einen Gegner raus. Bis gleich. Ich glaube, den nehmen wir. Der meiste Loot scheint in den Minen und Sammlern zu sein. Und hier ist auch schon etwas drin an Dunklem. Ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt an. Erstmal ein paar Barbaren als Tank. Dann eine Horde Bogenschützen hinterher. Oh, eine Skelettfalle. Jetzt habe ich aber Angst. Dann wieder ein paar Barbaren hierher. Dann kann ich euch ja gleich zeigen, wie man das Dunkle holt. Die meisten wissen das wahrscheinlich schon, dass es mit den Blitzzaubern geht, aber vielleicht gibt es einige unter euch, die es noch nicht wissen. Also,
Damit der Tipp nicht ganz umsonst ist. Also, dass einige von euch was haben. Schicken wir auch noch ein bisschen hin. Wir hätten uns Truppen eigentlich sparen können, aber ist ja auch egal. Ja. So. Kommen wir da noch ran? Ohne jetzt die Blitzzauber zu verschwenden. Ich weiß es nicht, also wir werden es probieren. Ja, wir kommen da wahrscheinlich dran. Ich werde dann gleich nochmal einen suchen, der wirklich viel Dunkles in den Lagern hat und wo man wirklich nicht... Mist, das sind noch was in den Bohrern drin. Verdammt. Egal, wenn wir 100% machen, dann holen wir das Dunkle noch. So, kommen wir jetzt wieder zurück. Also, ja, vielleicht... Ich suche gleich nochmal einen Gegner, wo man das dunkle Elixier wirklich schwerer bekommt als hier. Und wo man das wirklich nur wegblitzen kann. Ja. Sieht aber im Moment noch gut aus. Ah, die 300 Dunkles hätte ich noch gerne. Okay, Bogenschützenkönigin. Nein, erst auf den Minenwerfer. Ist ja auch sinnvoll. Statt die Kanone oder so wegzumachen. Na, egal. Kampf beenden. An Loot? Was? Okay. Und 500 Dunkles? Ja, das kann man ruhig mitnehmen. Das war nicht viel, aber besser als nichts. Ich brauche ja noch 27.500 für meine Burgi Queen. Damit ich die auf 4 machen kann. Ich glaube, auf 5 kostet die 30.000. Ist nur so eine Vermutung. Die Truppen werden schon nachproduziert. Ich bin... Falscher Knopf. Ich würde mal sagen, ich suche dann jetzt gleich einen Gegner raus. Also noch ein. Ich will die Folge aber nicht allzu lang machen, da das dann ewig mit dem Hochladen dauert, aber für euch mache ich das ja. Ja. Für CK, Picker oder Drachen. Haben wir schon wieder CK? Nee, ich dachte schon. Okay, ich würde mal sagen, ich suche noch jetzt einen Gegner raus. Bis gleich. Ich glaube, den nehmen wir an dunklem Ming der 1000. Das meiste scheint wirklich da in dem Bohrern drin zu sein. Ist mir jetzt egal, ob wir Pokale verlieren. Ich bin sowieso nicht auf Pokaljagd. Nur auf Beute. Dann blitzen wir mal das Lager hier weg. Boah, da war ja fast nichts drin. Egal. Ich hätte auch das Elixierlager nehmen können, aber naja. Ist jetzt auch egal. Ich habe euch ja gezeigt, wie man Dunkles farmt und nicht wie man Elixier farmt. Da scheint noch ein bisschen drin zu sein in den Sammlern, also Minensammlern. Deswegen setze ich hier noch ein paar Truppen hin. Hat sich nicht gelohnt, aber egal. Oh, da kommt es auch aus der Klamburg. Beenden wir mal. Ja, aber 600 Dunkles, also das ist... Kann man mit leben, würde ich mal sagen. Das war's dann für heute. Ciao.